Ja, hi Freunde, leichte Unterhaltung. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich will gar nicht so lange labern. Heute geht es um Throw Burrito. Das habe ich für euch. Ich werde jetzt wirklich auch gar nicht, echt nicht lange labern. Ganz kurze Vorstellung, denn ich habe nämlich ein schönes Let's Play mit so einer brobdingnagischen Extremvariation auf der Spiel 2019 gespielt mit riesigen aufblasbaren Burritos und nicht diesen einfachen Schaumstoffdingern, die wir hier haben. Ich gebe euch aber eine ganz kurze Regelübersicht, damit ihr eben wisst, was abgeht in dem Video gleich. Und zwar haben wir diese Karten. Und zwar kommen dann 15 dieser Karten in die Tisch. Bekommt jeder ungefähr 15 Karten. Das ist aber auch egal. Alles, was um die 15 ist, ist in Ordnung. Davon nimmt man dann 5 auf die Hand. Und Sinn des Spiels ist es dann, Drillinge zu sammeln. Und zwar sammelt man Drillinge, indem man dann eben eine Karte nach links abgibt und eine von seinen Nachziehstapel zieht. Der Nachziehstapel von einem selber ist der Ablagestapel des rechten Nachbarn. Das heißt, es ist so ein bisschen Kartendrafting und diese einfachen weißen Karten geben dann eben, wenn man ein Drilling davon hat, 3 Punkte. Ich habe jetzt kein Drilling auf der Hand, aber das spielt auch gar keine Rolle. Es gibt auch noch spezielle Karten, die sind braun, grün, pink oder eben so orange. Ganz kurz, das sind einmal diese braunen hier, das ist das Burrito-Duell. Habe ich davon einen Drilling, leg den raus, darf ich 2 Leute am Tisch bestimmen, also für 2 bis 4 Spieler, die ein sogenanntes Burrito-Duell machen. Und zwar nimmt sich jeder so einen Schaumstoff-Burrito, stellt sich Rücken an Rücken aneinander und geht dann auf Kommando 3 Schritte in den Raum rein. Und auf das Kommando drehen sich beide um und werfen den Burrito aufeinander. Der erste, der getroffen worden ist, bekommt einen Minuspunkt. Minuspunkte sind so kleine Totenkopf-Burritos. Eine Runde ist vorbei, wenn alle Minuspunkte aufgebraucht sind. Sollte einer den Burrito aber fangen, kriegt der, der den Burrito geworfen hat, 2 Minuspunkte. Ja. Das zum Burrito-Duell. Dann gibt es noch den Burrito Brawl. Den gibt es in Grün oder in Pink. Abgesehen davon, dass diese extra Karten 2 Punkte und nicht nur 1 Punkt geben, wenn man eben Drillinge davon hat. Beim Burrito Brawl bin ich derjenige, der den Burrito Brawl in Drilling ausgelegt hat. Müssten mein linker und der rechte Nachbar sich so schnell wie möglich vom Tisch den Burrito schnappen und sich gegenseitig damit einfach abwerfen. Der erste, der getroffen worden ist, kriegt eben den Minuspunkt. Sollte einer wieder fangen, gibt es eben dann 2 Minuspunkte. So, dann haben wir noch die Burrito War. Sollte ich davon einen Drilling ausspielen, ist der ganze Tisch involviert, außer derjenige, der den Burrito War ausgespielt hat, dass sich einfach ein Burrito vom Tisch schnappt und irgendeinen abwerfen. Wieder die Regel, der erste, der getroffen worden ist, kriegt eben einen Minuspunkt. Sollte derjenige aber dann den Burrito fangen, bekommt eben der, der geworfen hat, 2 Minuspunkte. So, sind alle Minuspunkte aufgebraucht, bekommt der Sieger der ersten Runde diesen 4-Mi-Chip und ist eben der Sieger der ersten Runde, dann wird noch eine zweite Runde gespielt. Sollte es dann einen anderen Sieger noch geben, dann machen die zwei einfach ein Duell und der Gewinner des Duells ist dann eben der Sieger des Spiels von Burrito. So, warum habe ich mich jetzt so beeilt? Ganz einfach, ich habe das auf der Spiel ja eben schon gesagt, gespielt als Riesenvariante und da schauen wir dann einfach mal kurz rein. Ich habe
Adam, schieß mal den! Das sah sehr albern aus, aber ich hoffe, ihr hattet Spaß damit. An der Stelle seid ihr einfach wieder entlassen. Ich wünsche euch noch viel Spaß und tschüss.